Huhu, Leute, ich bin Flasche. Willkommen zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir sind auf der Insel Kos, sind da zufällig auf Markus getroffen. Der ist natürlich mal wieder, wie sollte es anders sein, in Bedrängnis, in Schwierigkeiten. Hat sich mit einem Typen angelegt, der sich, oder mit drei Typen angelegt, der sich der Kerberos nennt, oder die sich der Kerberos nennen, weil es Drillinge sind. Und wir müssen jetzt, ja, ob das so wirklich die richtig gute Idee ist. Er wollte eigentlich ein Friedensangebot machen, hat Wein hingeschickt. Der Wein war so schlecht, dass die jetzt noch saurer sind. Und da er jetzt Angst hat, dass sich diese Kerberos-Drillinge-Brüder, dass die sich retten, wollen wir einen Präventivschlag machen und ihre Farm abfackeln. Ich halte das persönlich für eine echt scheißige Idee, aber gut. Wenn Markus das will, dann machen wir das so auch. Wir müssen hier sogar, wir müssen so oder so die Silos zerstören und einen Schatz plündern. Machen wir das jetzt auch. Wir werden dafür jetzt wieder ein ultra hohes Kopfgeld kriegen, weil Silos zerstören gibt ja immer ein Kopfgeld. Und da können wir auch nichts gegen tun. Von daher, ja, da ist wieder ein Kopf, wird wieder ein Kopfgeldjäger hinter uns her sein. Allerdings, ja, Diebstahl, das haben natürlich auch alle gesehen. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das hier die richtigen Silos sind, die wir abfackeln. Aber gut, wir sollen das ja machen für Markus, also machen wir das auch. Ein Silo noch übrig. Und dann mal gucken, was passiert. Und wieder zurück zu Markus, vermute ich mal. Und da kommt doch schon der nächste Kopfgeldjäger auf mich zu. Warum schnell ins Gebüsch verstecken und dann den Kopfgeldjäger holen? Wo ist er denn jetzt? Da. Sehr gut. Dann warten, bis der in der Nähe ist und dann holen wir uns den. Hygea, die Zündlerin. Oh, die wird mit Feuer umgehen. Vermutlich. Ziemlich große Frau, könnte sich mit Xenia anlegen. Und Attentätern. Und das war's auch schon. Sehr gut. Das hat geklappt. Toten müssen wir nicht bestätigen. Gab's von der gar keinen Loot oder so? Keine Ahnung. Aber gut, wir müssen zurück nach Markus. Darum holen wir mal unser Pferd. Auch interessanter Sprung aufs Pferd, aber egal. Und dann gucken wir jetzt mal, ob die Kerberosse da jetzt so glücklich drüber sind, dass wir den ihr Hof abgefackelt haben. Vermutlich ist es nicht mal den ihr Hof. Mal sehen. Aber ich speichere lieber mal, bevor jetzt gleich eine riesen Armee kommt und die mich zerfraggen und dann, ja, ich habe ja wenig Lebenspunkte. Der Kerberos sollte dich jetzt in Ruhe lassen. Naja, vielleicht auch nicht. Eine Bauersfrau kam zu mir. Sie war nun nicht glücklich. Wieso? Vielleicht habe ich dich, gut, ich habe dich, versehentlich natürlich, zu einem falschen Hof geschickt. Das war nicht der Hof des Kerberos? Ich hätte schwören können, dass es ihr Hof war. Du musst mir einfach glauben, es war nur ein Irrtum. Ah, Markus. Mann, 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 Mann. Malaka. Markus, manchmal frage ich mich, wie man mit so einem kleinen Hirn überleben kann. Das ist nicht dein Ernst. Komm schon, denk an meine gerissenen Pläne, wie beim Auge des Zyklopen. Oh, immer dasselbe. Du kennst mich länger als sonst irgendwer. Wenn du mir nicht vergeben kannst, wer dann? Jemand mit mehr Geduld. Willst du, dass ich dich anflehe? Dann flehe ich dich an. Rette mich vor dem Kerberos. Oh, Markus. Habe ich dich in die Irre geführt? Ein paar Mal ja. Vielleicht sogar ziemlich oft. Aber das war's jetzt für mich. Ich kann dich nicht beschützen, wenn du dir immer neuen Ärger aufhalst. Denk an den sonnigen Tag, an dem ich dich fand, Cassandra. Damals warst du in Not und Markus kam, um dich zu retten. Nun rette mich. Das habe ich längst gut gemacht. Das bestreite ich nicht. Aber der Kerberos kommt mit seinen Hunden und Handlangern und sie machen mich fertig. Beschütze mich und wir werden gewinnen. Da ist dieses Wir wieder. Ich sag dir was. Du beschützt mich und kriegst dafür Mamas geliebte Streitaxt. Sie war eine gute Kriegerin, ob du es glaubst oder nicht. Eine besoffene Kriegerin vielleicht. Nun gut, retten wir dein Leben. Oh, das ist Musik in meinen Ohren. Jetzt wirst du mich nie wieder los. Ja. Deshalb tue ich, was ich tue. Gerade rechtzeitig. Ich höre sie schon kommen. Nun gut, Markus, das ist es. Na das toll. Große Finale. Na toll.
Also funktioniert es gerade echt gut. Jetzt müssen wir nur den hier so wegholen. Oh, der ist schon weg. Sehr gut. Ja, das war ja einfach. Wir haben es geschafft. Ich würde sagen, ich war unbesiegbar, aber ich will es nicht beschreien. Ja, deshalb lebst du noch. Ein Scherz, ein Scherz. Ich verdanke dir alles, Cassandra. Dafür bekommst du dein Leben lang gratis Wein und meine Freundschaft, du Glückliche. Oh, und Mamas Axt. Ab jetzt wird das Leben einfach und das verdanke ich dir, wie eigentlich immer. Ein weniger dramatisches Leben ist genau, was du brauchst. Geh und erlebe Abenteuer. Komm jederzeit auf einen Schluck Wein vorbei. Tja, das werden wir noch sehen. Okay, wir haben die Marcos Quest-Reihe geschafft. Wir mussten nur hier einmal wieder alle töten, damit Marcos in Frieden leben kann. Wir haben Mamas Streitaxt dafür bekommen. Mal gucken, was das für eine ist. Wir können auch hier wieder alles andere zerlegen, weil das brauchen wir definitiv alles nicht mehr. So, hier haben wir die Axt. Mal gucken, was das für eine ist. Jägerschaden, Kriegerschaden, kritischer Schaden. Eigentlich gar nicht so schlecht, aber auch nicht besonders toll. Darum weg mit dem ganzen Scheiß. Wir brauchen schließlich Leder und sowas. So. Mehr Leder, mehr Leder. Irgendwie, vielleicht muss ich einfach mal Leder farmen gehen oder sowas. So, dann haben wir jetzt Koss auch endlich fertig. Mit Marc, mal gucken, können wir mal mit dem reden für ein Weinchen. Zu wichtigeren Dingen, meinem Wein und meiner Mama. Es ist nicht mal deine Mama. Okay, gut. Dann würde ich sagen, sind wir auf Koss fertig. Holen wir uns noch den. Nein, machen wir nicht. So, und jetzt können wir wirklich endlich wieder mit der Main Story weitermachen. Und dafür nehme ich hier ins Questlog. Ins Questlog nehme ich das mit dem Vater. Ich muss mal gucken, wo es ist. Nach dem Krieg plündere die Truhe. Was soll denn das sein? Das ist einfach so plündere. Was ist das für eine Quest? Die sagt einfach nur plündere die Truhe. Okay, da ist eine Truhe. Na, dann plündern wir die. Wenn wir so leicht einfach irgendeine random Quest machen können, dann machen wir das. Plündere die Truhe. Eigentlich wollte ich die Quest mit dem Vater machen. Wir müssen uns, glaube ich, gleich mal einen Überblick über die Quests verschaffen, weil ich habe wirklich keine Ahnung, was das jetzt gerade für eine Quest sein soll mit Plündere die Truhe. Und wo die auf einmal her ist und keine Ahnung. Man kriegt ja andauernd irgendwelche Quests, auch wenn man einfach irgendwelche random Gegner tötet, kriegt man ja zum Teil Quests. Okay, Plündere die Truhe, machen wir das mal. Dann muss ich nochmal genau gucken. Oh, Giftpfeil in den Hintern geschossen. Das tut gut. So, da war ein Luchs, hat uns zum Glück nicht gesehen, ich habe nur gehört. So, plündere die Truhe, wenn mich da jetzt gleich irgendwas angreift, dann kann das ja nur wieder von Marcos irgendein Quatsch sein. Nein, ist es wahrscheinlich nicht, aber ja, hier ist nämlich nichts. Ah doch, hier ist eine. Oh. Okay, plündere die Truhe. Da war eine 1A-Top-Quest, die wir hier gemacht haben. Aber egal, gibt XP, ne? Von daher. So, jetzt muss ich aber mal mir einen Überblick verschaffen. Also, wir haben hier natürlich oben die Kultisten. Die Kultistenzweige, ist klar. Dann haben wir Verbessere den Speer. Wir haben das mit Myrine. Wir haben das DLC. Hier müssen wir irgendwelche Anführer töten. Hier müssen wir irgendwelche Banditen töten. Hier, das ist das mit dem Vater. Okay, hier müssen wir irgendwelche Festungen und andere Sachen machen. Das macht man so oder so. Das ist mit Xenia. Das können wir ab Level 43 machen. Hier haben wir weiter spartanische Siegel sammeln. Hier haben wir das mit den verschiedenen Tieren, die wir töten müssen. Hier haben wir dieses eine Quest, was ich umsonst aus dem Shop bekommen habe. Hier haben wir eins der Quests, die im Nachhinein hinzugefügt worden sind. Und hier haben wir das mit der Arena, was wir auch schon seit Anfang an im Prinzip haben. Und das sind alles, das ist auch ein Quest, was wir einfach so bekommen haben. Und das hier sind alles irgendwelche anderen Arschloch-Quests, die man einfach so nebenbei macht. Alles klar, dann haben wir jetzt wirklich das, sind wir so weit, dass wir das mit dem Vater machen können. Und das ist hier unten auf Terra. Genau hier. Das heißt, wir gehen jetzt mal zur Adrastea und dann fahren wir da einfach hin mit dem Auto. Und dann gucken wir mal, ob wir da auf unseren Vater treffen. Dann machen wir jetzt endlich wieder Fortschritt in Richtung
Story-Quests. Das Interessante ist, dass diese ganze Geschichte, also ich meine, im Prinzip ist ja Assassin's Creed, ist ja eigentlich, spielt das ja in der Gegenwart. Die darum, wo es hauptsächlich rumgeht, ist ja immer irgendwas mit diesem Animus und irgendwelchen Leuten, die gerade in der aktuellen, modernen Welt leben und da in diesen Animus gehen und nur deswegen diese uralten hier Geschichten und sowas erleben. Und das ist ja auch jetzt hier in diesem Spiel so. Wir sind ja diese Layla Hassan und sind eigentlich in der aktuellen Welt. Und wir erleben gerade einfach nur durch diesen Animus die Geschehnisse von Cassandra. Und Layla Hassan, die hat ja im Prinzip, es gibt ja einen Grund, warum die in den Animus ist. Die will irgendwelche Sachen rausfinden. Und das Interessante ist, dass diese Sachen, um die es eigentlich geht, das, was Layla Hassan rausfinden will, eigentlich das ist, was hier mit diesem Vater zu tun hat. Das heißt, wir haben jetzt schon keine Ahnung, wie viele Folgen Let's Play haben wir jetzt schon hinter uns. Wir haben schon so viel über Cassandra gelernt, schon so viele Abenteuer erlebt. Aber das, was letztendlich eigentlich der Hauptgrund ist, warum wir überhaupt mit Cassandra spielen hier in dem Animus sind, das ist das, was hier mit diesem Vater zu tun hat. Das ist ganz interessant, dass es wirklich erst im Prinzip über die Hälfte des Spiels haben wir jetzt schon. Wir sind schon echt weit in dem Spiel und dass das, worum es eigentlich geht, erst gegen Ende des Spiels irgendwann vorkommt und das wird dann jetzt demnächst sein mit diesem Vater. Aber erstmal müssen wir es schaffen, dahin zu fahren. Aber diese zwei Punkte da, die gehen mir so auf den Sack. Aber egal, wir sind bald da. Scheint echt eine Scheißinsel zu sein, dieses Terra. Aber da ist eine kleine Stadt. So, dann sind wir gleich da. Da können wir hoffentlich auch anlegen einigermaßen. Wirklich hübsch hier. Er sieht beschissen aus, willst du wohl sagen. Bist in der Nähe deines Ziels. Da ist das Lager. So, jetzt machen wir ein bisschen schneller hier. Müssen noch ein DLC geben, was irgendwie Pferde anlegen und Pferde mit dem Pferd fahren 10-mal so schnell macht. Okay, rüber. Nur nicht zerquetscht werden zwischen Schiff und Anlegestelle. Ich habe mehr erwartet. Ja, ich auch. Ja, wir müssen unseren Vater also hier in diesem scheiß Ruin-Kackstadt. Sieht alt aus. Ich frage mich, wer sie erbaut hat und wann. Was sind das für Türme? Vulkaninseln, Schmiede der Welt. Nichts als eine Tafel. Was steht darauf geschrieben? Sind die Lichtstrahlen der Schlüssel. Okay, während ich meine Erforschung der minoischen Ruinen fortsetzte, fand ich Schriften, die eine Tür erwähnten. Nach einigen Übersetzungen wurde deutlich, dass die Spiegel, die ich gefunden hatte, Teil eines Mechanismus waren. Ich stellte die Spiegel auf und kehrte in die Ruinen zurück. Dort fand ich einen Pfad, der tiefer unter die Erde führte. Am Fuß der Höhle war der Zugang zu etwas anderem. Morgen öffne ich die Tür und schaue hinein. Oh, ob das von unserem Vater war? Auf jeden Fall sind hier diese Spiegel. Oh. Und Gegner sind hier anscheinend auch. Okay. Und wir müssen jetzt vermutlich diese Spiegel so ummodeln, dass dieser Lichtstrahl weitergeführt wird. So. So ist das richtig. Ja, so geht's weiter. Jetzt nach da oben. Okay, das passt. Anscheinend. Dann darüber. Okay. Und dann hier. Oh, Gegner. Oh. Schlangen sind hier. Wir sind hier wie in einem Dungeon. Jetzt geht hier der Lichtstrahl. Der kann hier nicht weiter. Jetzt geht er da durch. Okay. Hier hilft uns zum Glück Ikaros, die Schlange kaputt zu machen. Sehr gut. So, jetzt geht er hier gegen, oder? Ja, das heißt, das müssen wir vermutlich verrücken. Ja. Jetzt geht er hier gegen, das heißt, das müssen wir auch verrücken.
Und dann geht er hier gegen. Müssen wir es hier einfach nur kaputt machen? Wo geht er dann hin? Ins Nichts. Nee, das ist falsch. Wir müssen vermutlich das hier dann da hinrücken, oder? Das scheint die richtige Position zu sein. Das ist die richtige Position, oder was? Hä, so? Oder muss das vielleicht gegen diesen Spiegel da? Was ist denn, wenn ich es noch weiter verrücke? Geht das dann gegen den anderen Spiegel hier? Nee, es kann gar nicht zu denen da. Okay, dann muss ich es doch wieder so rücken. So, jetzt geht's da hinten hin, oder? Ne, ich hab's jetzt irgendwie wieder kaputt gemacht. Jetzt geht's nach da. Jetzt geht's nach da hinten. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt nach da hinten zu dem Spiegel. Voll das Riesenspiegelrätsel hier. Ist ja riesig. Da unten sehe ich auch schon wieder einen Spiegel im Wasser. Und Schlangen sehe ich hier. Die werden zum Glück immer angezeigt. Haben wir noch irgendwelche Schlangenmonster? Ja, da sind noch welche. Oh, da sind echt viele unten. Gut. So, was haben wir jetzt hier? Jetzt geht das hier gegen und dann geht es nicht weiter. Ach du Gott, ist hier viel zum Rumschieben da. Ich muss vermutlich das hier erstmal wegschieben, oder? Schieben wir das mal da rein. So. Und dann schieben wir hier mal alles weg. Das wegschieben. Ah, das können wir gar nicht. Das können wir nur hier reinschieben. Okay, das bringt aber gar nichts, oder? Aber vielleicht kann ich das jetzt vorbeischieben. So, jetzt fängt es dann noch an zu schiffen, oder was? Können wir nicht, okay, das können wir nicht weiter zur Seite schieben. Aber jetzt können wir das wegschieben, so. Wo kommt denn jetzt der Lichtstrahl eigentlich? Der kommt hier immer noch hin. Also ich muss, das hier muss auf jeden Fall zur Seite. Ich glaube, ich habe es. Wie, ich glaube, ich habe es. Ach so. Okay, es geht sogar schon weiter. Okay, dann hier runter. Dann auf diesen Scheiß hier und dann hier durch. Das sollte reichen. Ah ja. Jetzt nur noch die Tür. Gut, war doch leichter als gedacht. Ich dachte, jetzt kommen noch irgendwelche ultraschwierigen Sachen. Hm, okay, okay. So, dann die Tür. Die können wir vermutlich wieder mit unserem Speer öffnen. Mal sehen, was dahinter liegt. Ja, mittlerweile weiß Cassandra, wie der Hase läuft. Und wir kommen jetzt in eine weitere Ruine von den Izu, glaube ich. So, hier sieht's schön aus. Schön scheiße. So, hier geht's runter. Machen wir auch direkt mal. Geronimo! Hier haben wir Loot. Auf jeden Fall sind wir in einem Gebiet, wo es Loot gibt. Das heißt, es ist ja wieder irgendwas hinter einer Wand. Wo es irgendwo, wo es potenziell dann natürlich aber auch Gegner gibt. Von daher lieber mal... Warum sollte mein Vater hier sein? Das frage ich mich auch. Darum lieber mal aufpassen. Hier ist auf jeden Fall überall viel Zeug, aber nur so Kack-Loot. Hm, wir müssen da hoch. Ich speichere lieber mal. F5. Kann man hier speichern? Ja, kann man. Sehr gut. So, dann hier hoch. Jetzt geht's in, ja, in Lava-Gebiet, sehr schön. Ich muss vorsichtig sein. Ja, das musst du, Cassandra. Gehe ich jetzt hier lang oder gehe ich hier hinten lang? Ich gehe lieber mal hier lang. Hier sieht's richtiger aus, oder? Sieht's hier richtiger aus? Weiß das nicht. Ah, hier sieht's gut aus. Da rüber. Okay. Hier alles mitnehmen, dann dahin. Oh, okay. Gibt es hier jetzt irgendwelche geheimen Gänge, geheimen Wege? Irgendwo noch geheimer Loot? Ja, da ist was, aber gut, auf das ist geschissen, auf das bisschen Loot da hinten. Ich gehe lieber mal weiter, bevor ich hier noch irgendwo abschmier. Ja, okay. Okay,
Okay. Speichern. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Und hier durch. Und wieder nächstes Lavagebiet. Sehr schön. Finde deinen Vater. Ist denn mein Vater ein Lava-Elementar oder was? Okay. Ah. Okay, gut. Wie sieht es hier aus? Da liegt was. Da liegt auch eine Leiche. Zum Looten? Nee, das ist auch total viel hinter der Wand. Da ist eigentlich drauf geschissen, auf den Kackloot, der da ist. Ich will jetzt, habe jetzt keinen Bock, in die Lava zu fallen. Von daher muss ich jetzt nicht irgendwelche unnötigen Risiken eingehen, nur um an so ein bisschen Eisenerz zu kommen. Von daher, egal, weiter. Wo bin ich hier bloß? Cool. Dann gehe ich mal tauchen. Das war ein hoher Sprung. Dann gucken wir mal, was hier auf uns wartet. Das ist ja gewaltig. Ja, könnte von den Norden gebaut sein. So, was sind das da für Viecher, ey? Die sehen ja grässlich aus. Das ist also eine Izu-Stadt. Hallo? Da steht jemand. Unser Daddy. Ikaros. Verräter. Sei gegrüßt, Cassandra. Pythagoras. Atlantis. Atlantis. Jetzt geht sie aber ab. Atlantis. Unmöglich. Ich dachte, es wäre nur ein Mythos. Es gibt viele Geheimnisse in dieser Welt, die sich hinter Mythen und Legenden verbergen. Und wer bist du? Mein Name ist Pythagoras. Ich bin dein Vater. Pythagoras? Das ergibt doch keinen Sinn. Er starb vor vielen Jahren. Ich glaube sogar vor beinahe einem Jahrhundert. Und doch stehe ich nun vor dir. Und Ikaros ist... Mein ältester und bester Freund. Er sollte auf dich aufpassen. Und jetzt bist du hier. Ich komme, um mein Schicksal zu erfüllen. Oh, wirklich? Und was sollte das sein, junge Frau? Ich habe gehofft, dass du mir das sagst. Atlantis gibt seine Geheimnisse nicht so leicht preis. Warum bin ich hier? Was ist meine Rolle bei all dem? Ich will antworten. Hier ist viel Wissen versammelt. Sehr mächtiges Wissen. In den falschen Händen könnte dieses Wissen zum Untergang der Menschheit führen. Wir dürfen nicht zulassen, dass andere diesen Ort finden. Wir müssen einen Weg finden, ihn für immer zu versiegeln. Ich verstehe nicht das Geringste. Ich bin Kriegerin, keine Gelehrte. Wir alle haben eine Bestimmung, Cassandra. Deine ist es, mir zu helfen, Atlantis Geheimnisse zu schützen. Du hast recht. Wir müssen die griechische Welt vor sich selbst retten. Vor allem aber vertrau auf dich selbst. Du bist zu großem fähig. Ich tue mein Bestes. Die Antworten, die ich suche, liegen hinter diesen Mechanismen. Sie sind versiegelt und die Artefakte, die sie öffnen, sind verschwunden. Also muss ich die Artefakte finden und nach Atlantis zurückbringen? Ich habe Informationen gesammelt, wo sich diese Artefakte befinden könnten. Allerdings besitzen sie eine unglaubliche Macht. Sie beeinflussen den Geist schwächerer Menschen und neigen dazu, sich selbst zu beschützen. Ich bringe sie zurück. Aber ich habe noch Fragen an dich. Und ich habe Antworten. Aber nimm erstmal das. Es ist ein Teil eines Schlüssels zu einem Artefakt, das in Böotien versteckt liegt. Ein Verbündeter von mir sucht gerade den zweiten Teil. Okay.
Gerade passiert echt viel. Und vor allem passiert auch gerade viel im Ladebildschirm. Ich hoffe, der ist auch irgendwann mal zu Ende. Hallo. Oh, wir kommen wieder aus dem Animus raus. Okay. Wir haben wieder einen großen Story-Abschnitt anscheinend abgeschlossen. Ich habe gerade noch über die moderne Zeit geredet und jetzt sind wir tatsächlich da. Terra, wir haben Atlantis. Atlantis? Ich checke deine Vitalwerte. Du fantasierst. Wir suchen ein ISO-Artefakt, das die Realität verändern kann. Und das macht dir Sorgen? Pythagoras wurde um 570 vor unserer Zeit geboren. Dann wäre der Mann in der Höhle etwa 150 Jahre alt. Was kann ihn so lange am Leben erhalten haben? Der Stab des Hermes Trismegistos. Miss Hassan, du hattest recht. Ich helfe dir beim Einpacken. Danke, dann mal los. Oh, das ging ja mal schnell. War keine große Story in der modernen Zeit. Okay. Oder? Ich bin bei den Koordinaten. Die Höhlen sollten direkt unter mir sein. Meine Ausrüstung ist bereit. Dann gehe ich mal tauchen. Oh, okay. Jeder, du weißt nicht, was da unten ist. Da könnten Haie sein. Immer noch besser als Templer. Wir halten nach Abstergo Ausschau. Viel Glück, Leila. Okay. Ich gehe jetzt runter. Es muss ein Weg hineingehen. Ich finde ihn. Also, es ist viel passiert. Wir sind auf unseren Vater getroffen. Unser Vater ist Pythagoras, der den Satz von Pythagoras, den wahrscheinlich jeder einzelne von euch in der Schule gelernt hat, geprägt hat. A Quadrat plus B Quadrat ist C Quadrat. In einem Dreieck. Rechtwinkligen. Und, Der ist unser Dad. Und der ist anscheinend schon 150 Jahre eigentlich schon tot. Und er wurde aber am Leben gehalten. Und vor allem, jetzt haben wir auch endlich die Bestätigung, das ist das, was ich meinte. Eigentlich in dieser modernen Zeit wurde immer von einem Stab geredet. Und bisher sind wir davon ausgegangen, dass damit eigentlich der Speer von Leonidas gemeint ist. Dass das ISO-Artefakt ist, um das es eigentlich geht. Die haben das zwar immer Stab genannt, aber eigentlich war ja das ISO-Artefakt der Speer. Aber darum ging es tatsächlich gar nicht. Es geht um diesen Stab. Von Anfang an ging es um diesen Stab, den der Pythagoras da gerade in der... Oh, mein Handy ist wieder auf laut, sorry. Den der Pythagoras in der Hand hatte, der ihn anscheinend so lange am Leben gehalten hat, dass er die ganze Zeit da überleben kann. Das heißt, alles, was wir bisher gemacht haben, war eigentlich voll für die Katz, weil es eigentlich nur um diesen Stab und diese ganze Story mit dem Vater geht. Und gar nicht um den Speer von Leonidas und den Kult und Cassandra und die Mutter und sowas alles. Also richtig krass, dass es jetzt hier storymäßig komplett in eine andere Richtung geht. Und zusätzlich haben wir auch noch Atlantis gefunden. Also es kommt nochmal zusätzlich dazu, dass jetzt hier Atlantis auch noch entdeckt worden ist. Und wir sind hier anscheinend jetzt gerade bei Terra. Ihr seht es allerdings in der modernen Zeit. Es sieht immer noch genauso scheiße aus wie vorher. Und wir müssen jetzt hier von außen, wir sind Layla, wir müssen jetzt von außen hier zu Atlantis reintauchen. Und das werden wir jetzt mal machen. Ich hoffe, hier kommen keine Haie. Ich habe gerade schon mal linke und rechte Maustaste gedrückt. Wir können nicht kämpfen oder schießen oder sonst irgendwas. Das muss der Eingang sein. Okay. Jetzt wollen wir hier mal gucken. Immerhin haben wir eine Taschenlampe. Ziemlich interessant. Könnt ihr mich noch hören? Es ist erschreckend leise im Funk. Wir hören dich, Leila. Danke. Es ist so still hier unten. Du bist nicht allein, Leila. Wir beobachten deine Fortschritte. Du machst das gut. Wir sind hier, wenn du uns brauchst. Sag die Assassinen, die am Schreibtisch sitzt. Ich muss nicht auf einem Boot sein, um zu helfen. Ich weiß alles über das antike Griechenland. Wusstest du, dass die Minoer bei Sakros einen so riesigen Friedhof gebaut haben, dass man ihn die Schlucht der Toten nannte? Können wir bitte nicht über den Tod reden? Elena, falls ich hier sterbe, versprich mir, dass du den Ort in die Höhlen der Toten umbenennst. Alles klar. Leute! Gut, Layla nimmt das alles ein bisschen lockerer und diese Ärztin ist ein bisschen um Laylas Gesundheit besorgt. Auch um ihre Psyche natürlich. Oh, jetzt sind wir schon sogar bei diesem langen Runterrutschstelle. Nee, ist sogar eine andere. Okay. Oh, und Layla kann genauso einen coolen Assassinsprung, wie es auch Cassandra kann. Auch nice. Mir wird das Loft in London fehlen. Die Aussicht hat mir gut gefallen. Fehlen? Warum kannst du nicht zurück? Das
Hast du Kyoshis Bericht nicht gelesen? Abstergo hat es durchsucht. Es ist kompromittiert. Nein, ich war mit Recherchen zu Terra beschäftigt. Kyoshi, alles klar? Natürlich. Nachdem wir unsere Ausrüstung abtransportiert hatten, habe ich alles aus sicherer Entfernung beobachtet. Haben Sie mein Geschenk gefunden? Ja, Sie haben den USB-Stick gefunden, den du verloren hast. Nette Taktik. Keiner bei Abstergo wird dumm genug sein, ihn in einen Computer zu stecken. Das müssen Sie nicht. In dem Gehäuse ist einer meiner RFID-Transmitter. Er muss nur in die Nähe einer Workstation, sagen wir, im Büro des Sicherheitschefs. Und boom. Beeindruckend. Alles an einem Tag. Wow, das ist beeindruckender, als ich es mir vorgestellt habe. Okay, also, wir können auch nicht mehr in dieses Loft, wo wir gerade die ganze Zeit im Animus waren. Das wurde jetzt von Abstergo kompromittiert. Die haben es durchsucht, aber wir haben da ein Virus hinterlassen. Aber ist ja auch nicht so schlimm, denn wir sind jetzt eh hier in Atlantis. Und also bei Terra. Haben Sie das in Atlantis alles gebaut? Ich würde alles für einen ISO-Werkzeugkasten geben. Und jetzt sind wir genau da, wo wir gerade noch mit Cassandra waren, aber jetzt als Layla. Ziemlich coole Sache, auch wenn es jetzt alles ein kleines bisschen anders aussieht, das aber auch nicht so viel. Ein paar ästhetische Elemente sind gleich, aber... Oh, Ägypten, dafür muss man Origins gespielt haben, habe ich leider nicht. Aber da war ja auch schon Layla die moderne Hauptfigur, glaube ich. Ich sollte den Anzug ausziehen, bevor ich mich umsehe. Ja, aber bitte vor der Kamera. Langweilig. Es ist real. Ich hab's geschafft. Layla an Altair 2. Ich bin drin. Hast du Sichtkontakt? Ja. Bei den Göttern, Layla. Das ist Atlantis. Wie fühlst du dich? Ist dir schwindelig durch den Druckwechsel? Nein, alles gut. Diese Räume sind... der Wahnsinn. Denk nach, Layla, denk nach. Es muss einen Weg geben. Irgendwo muss eine Stromversorgung sein. Ich gehe zurück in den Animus. Cassandra muss mir zeigen, wie sie hineingekommen ist. Wie, jetzt will die einfach wieder abhauen? Hat sich ja voll gelohnt, dahin zu schwimmen. Ja, und sie geht einfach wieder in den Animus. Ja. Der ging ja schnell. Geil. Okay, wir sind wieder da. Wieder als Cassandra. Ja, also, mehrere Quests angenommen. Okay, eigentlich dachte ich, wir müssten noch 1000 Sachen mit unserem Vater reden, aber gucken wir mal, was das für Quests sind, die wir jetzt haben. Und ihr seht, jetzt haben wir hier auch eine neue Hauptquest. Also es ist tatsächlich eine Hauptquest und es ist die wichtige große Hauptquest von diesem ganzen Spiel eigentlich. Also das mit der Mutter und das mit dem Kult ist eigentlich gar nicht alles so wichtig. So, wir haben jetzt hier die Tore von Atlantis. Ein Artefakt in der Region Böotien, Kytera, Lesbos und Messara, okay? Und das erste ist jetzt die Weisheit des Swings. Sprich mit Gorgias. Gorgias ist in Böotien, ist im südlichen Teil des Kopeissee. Er ist in einem seltsamen Ruin. Alles klar. Das heißt, jetzt haben wir eine neue Hauptquest-Reihe angefangen. Die werden wir jetzt auch dann, glaube ich, erstmal ein bisschen verfolgen, oder? Das können wir jetzt als nächstes machen. Wir werden natürlich auch noch ein bisschen mit Pythagoras reden, denn der ist schließlich unser Vater. Auch wenn dieses Wiedersehen nicht so herzlich war, wie es mit der Mutter Myrine war. Aber ich meine, Cassandra wusste ihr ganzes Leben nichts von diesem Vater. Und den scheint es auch nicht so mega zu interessieren, dass jetzt Cassandra hier ist. Oder ihn so zu freuen. Und zumindest scheint er keine mega emotionale Bindung zu Cassandra zu haben. Hier können wir uns nochmal Atlantis angucken, sehr schön. Naja, aber ich werde jetzt hier erstmal speichern. In der nächsten Folge werden wir nochmal gucken, ob wir nochmal ein bisschen mit denen reden können und dann auch diese Questreihe weitermachen. Ich sage jetzt hier erstmal Tschüss und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao, Leute. Und ich bin schon echt auf eure Kommentare gespannt.